Entschuldigung, aber wir drehen gerade für J-Mac ein Video. Genau richtig, darf ich vorstellen. Ines Günther, die zweite oder die Mitstimme der Sailor Moon. Die zweite Staffel. Die zweite Staffel? Nein, das glaube ich nicht. Zweite Staffel. Sailor Moon meets Sailor Moon. Aber ihr seht beide überhaupt nicht aus wie Sailor Moon. Woher soll ich das denn überhaupt wissen? Innerlich, das muss man fühlen. Das ist eine Haltung. Ja. Und eine Stimme. Und noch eine Stimme. Sollen wir mal gemeinsam Mondstein, Flieg und Sieg? Oh ja, das könnten wir machen. Auf vier? Auf vier. Eins, zwei, drei. Mondstein, Flieg und Sieg! Okay, ja, wenn ihr beide schon mal hier seid, finde ich ja richtig geil. Dann stelle ich euch einfach beiden exakt dieselbe Frage, denn Sushi, also so heißt sie, das ist nicht zu essen, sondern Sushi, die Userin, hat ganz viele Fragen gestellt und zwar eigentlich auf Sailor Moon generell gemünzt und die passen bei euch ja beide, würde ich da mal sagen. Okay, gut, als Sie die Rolle annahmen, hatten Sie damals eine Ahnung oder eine Vermutung, dass die Serie in Deutschland so ein Riesenerfolg sein wird? Womit fange ich an? Ich fange einfach mal bei Staffel 1 an und gehe mit Staffel 2 weiter, richtig? Also, ich muss jetzt mal gleich sagen, Ines hatte ja mehr Ahnung schon davon, weil ich ja schon die ersten alle gesprochen hatte und keine Ahnung hatte am Anfang. Und nach so und so viel Folgen, ich weiß gar nicht, wann du eingestiegen bist, wann waren die zweite Staffel? Ich weiß es auch nicht. 50 Folgen und dann wieder 50 Folgen, 70 Folgen, irgendwie so. 70, irgendwie sowas. Wenn dann natürlich, als Ines eingestiegen ist, wusste sie schon eher, glaube ich, worauf ein bisschen, sie sich einlässt. Nicht wirklich. Nee, also ich wusste auch nicht, was das für ein Boom wird. Aber das Mikrofon war gar nicht. Ich wusste es eigentlich auch nicht. Nein. Also mir war das nicht klar, aber so im Lauf der Zeit hat sich das dann rauskristallisiert. Dann wurde das mehr und mehr und mehr und dann habe ich schon gemerkt, dass das einschlägt wie eine Bombe. Wunderbar, machen wir direkt weiter. Und zwar, dich habe ich das eigentlich schon gefragt, und zwar, was war so der erste Eindruck von der Rolle? Und dann, du wurdest ja angerufen, das weiß ich ja, und ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber was hat dich genau dazu bewogen, die Rolle anzunehmen? Die Sabine. Die Sabine hat mich angerufen, hat gesagt, du, pass auf, das ist eine Rolle, die habe ich gesprochen, ich habe sie gern gesprochen, aber jetzt bin ich schwanger und jetzt habe ich das Gefühl, es könnte mir ein bisschen zu viel werden. Und das konnte ich gut nachvollziehen, weil ich auch schon schwanger vorher solche ähnlich anstrengenden Rollen gesprochen habe und dann auch gemerkt habe, oh, das ist einfach zu viel. Und dann habe ich mir gedacht, wenn die Sabine das gern gemacht hat, dann wird das schon in Ordnung sein. Und ich wollte es natürlich nur an jemanden abgeben, an eine Kollegin, die ich auch total mag. So ist das. Und nicht an irgendwen. Ja. Und deswegen haben wir das dann vorher schon ausgemacht und dann habe ich das Studio angerufen und habe gesagt, ich kann die zweite Staffel nicht sprechen, wegen Schwangerschaft, wegen Baby und ich muss erst mal gucken, wie das alles mit Baby ist und würde es gerne an meine liebe Kollegin Ines Günther abgeben. Aber so eine ganz blöde Frage, dein Baby hat jetzt nicht zufälligerweise rosa Haare bekommen danach, oder? Witzigerweise haben wir im Studio, da war ich ja dann schon ziemlich schwanger und immer wenn das Bild kam und ich, Mondstein, Flieg und Sieg, dann hat es mich immer getreten. Und ich bin immer, und es war wirklich immer so, das ist, läuft ja immer so ein Bild ab, erstmal eins, zwei, drei, dann kommt das Bild. Und es war immer so eins, zwei, drei, und, ja, und alle waren überzeugt davon, dass dieses Kind rauskommt mit den Worten, Mondstein, Flieg und Sieg. Aber es war dann ein Junge und der fand dann Sailor Moon auch nicht so cool irgendwie. Oh, schade. Aber er war blond. Aber du hast ihm keine Zöpfe gemacht danach, oder? Nee, die Haare waren nicht lang genug, aber ich habe sie ihm doch schon etwas länger wachsen lassen. Da haben wir noch eine Frage, und zwar die dritte. Und die ist dann so spezifisch so hinterher, weil tatsächlich wissen manche Leute mehr als ich, nämlich, dass du eine Kinderbuchautorin bist. Frage, wie hat die Rolle eure Arbeit geprägt, für dich speziell als Kinderbuchautorin? Also mit Kinderbuchautoren hat das überhaupt nichts zu tun. Das sind für mich zwei ganz verschiedene Dinge. Ich teile es einfach, synchron ist was anderes, Schauspiel ist was anderes, Kinderbuchautorin ist was anderes. Und so ist es auch schön so, dass nicht alles ineinander übergibt. Es gibt manchmal Momente, da kommen die Sachen zusammen. Zum Beispiel, wenn ich Lesungen mit meinen Kinderbüchern halte, dann merke ich, ui, das kommt mir zugute, dass ich sprechen kann oder gut lesen kann, weil man Kindern einfach viel besser vorlesen kann in den Schulen. Da kommt alles zusammen. Oder jetzt, ich habe ja den von Simpsons, Simpsons-Comic bayerisch übersetzen und schreiben. Das heißt, da kam wieder mir zugute, dass ich einerseits die Lisa Simpson spreche, andererseits Autorin bin und das ist dann toll. Aber normalerweise ist alles ein Beruf, also sind alles verschiedene Berufe. Ich kann das zu 100% unterschreiben, aber natürlich ist es schon so, dass jede Rolle, die man spricht,
irgendwas mit der Persönlichkeit so ein bisschen macht. Also man kommt einfach weiter, man lernt ein paar Sachen und man lernt immer weiter und dadurch nimmt man natürlich schon das mit. Aber letztlich ist es ein Teil seiner eigenen Persönlichkeit, den man da reingibt und den entwickelt man so ein bisschen weiter und das war's dann. Aber man geht auch wirklich aus dem Studio raus und legt es ab. Sonst könnte man ja gar nicht, wenn man jeden Tag, weiß ich nicht, man geht ja manchmal in 3 Studios und wenn man dann alle Persönlichkeiten mitnimmt, dann wird man ja irre. Das fände ich aber ganz, eigentlich ziemlich interessant, so, ja, so gesprochen. Wenn man auf Schizophrenie steht, dann okay, jetzt die dritte, also es ist immer noch die dritte Frage von ihr, aber das waren ja jetzt ungefähr 5 in einem Satz. Welche Bedeutung hat die Rolle Sailor Moon für euch? Also generell, also was denkt ihr über Sailor Moon und was hat sie euch gegeben, kann man jetzt so fragen? Also das ist eigentlich auch schon ein bisschen beantwortet, dass man also auch immer ein Stückchen natürlich mitnimmt. Natürlich ist es so, man freut sich über jede Rolle, die jetzt nicht nur eine Rolle ist, also die gleich wieder vergessen ist, weil Sprecher, finde ich, sowieso ziemlich im Hintergrund sind, ziemlich, also im Grunde interessiert sich normalerweise niemand für Synchronsprecher, es sei denn, es ist schlecht synchronisiert. Und natürlich ist es schon auch ein bisschen eine Wertschätzung, wenn man auf einmal mal nur wegen der Stimme einen Fanbrief oder 2 oder 3 bekommt und dann hier mal eingeladen wird und auf einmal auf Fans trifft, die sich total freuen, einen zu sehen, nur weil man das gesprochen hat. Und das finde ich einfach total schön, dass man sowas schafft. Ja, das, ja, sehe ich auch so und freut mich auch total. Und dann muss man natürlich sehen, dass man bei Zeichentrick oder Anime in dem Fall natürlich auch immer noch ein Stückchen mehr macht, als wenn man einen Schauspieler synchronisiert. Also da gibt man einfach noch einen Teil mehr von der Persönlichkeit rein. Und deswegen mache ich das so gerne. Und Sailor Moon, also ich bin ja auch ein gutes Stück älter als die Gute. Das ist auch was Schönes gewesen. Man kann einfach noch mal zurück und noch mal Kind sein. Und das ist schon schön, da geht man dann raus und war nochmal total Schulmädchen und das alles. Und das kann man so ein Stück dann auch mitnehmen in den Alltag. Sailor Moon verjüngt die Sprecherinnen sehr schön. Sieht man uns an, dass wir 90 sind? Was? Nein, was? Was? Jetzt habt ihr mich eiskalt erwischt. Gruselig, okay. An beide, weil ihr habt ja noch andere Rollen gesprochen als Sailor Moon, aber so generell, was war so in den ganzen Sachen, die ihr bisher gemacht habt, eure Lieblingssprechrolle? Ich weiß, jetzt wird verlangt, dass ich Sailor Moon sage, aber Sailor Moon ist 19 Jahre her und es gehört natürlich zu meinen Favoritenrollen, aber meine allerlieblingsrolle ist schon Lisa Simpson, weil die mich jedes Jahr begleitet, seit 25 Jahren und da freue ich mich jedes Mal wieder drauf. Und die maulende Myrte in Harry Potter. Ja, die liebe ich auch. Ich habe Sailor Moon auch sehr gern gesprochen und sie gehört zu meinen Lieblingsrollen. Aber ist nur eine davon. Also ganz lieb habe ich gehabt den Benny Bunny aus Alice im Wunderland. Der war so knuddelig. Den mochte ich sehr gern. Und dann habe ich in Will and Grace die Karen Walker. Das ist eine ganz andere Schiene und die mochte ich auch richtig gern. Und das war auch Realfilm und das macht natürlich auch sehr viel Spaß. Also kein absoluter Favorit, aber auf jeden Fall definitiv einer der Lieblinge. Auf jeden Fall. So. Wer war denn eure Lieblingsfigur bei Sailor Moon? Also hattet ihr einen Lieblingscharakter? Wenn ja, war das eurer oder war das irgendjemand anderes? Weiß ich nicht. Chibiusa, Luna. Ich habe die Bunny wirklich wahnsinnig gern gemocht. Also gestern hat mich jemand gefragt, wenn ich die Wahl gehabt hätte, wen ich in der Sailor Moon-Serie hätte sprechen wollen, wenn ich sie einfach aussuchen hätte können, und ich hätte trotzdem die Bunny genommen, weil diese schusslige, lustige, also die gibt einfach, finde ich, am meisten her und es ist einfach lustig und macht Spaß. Geht mir ganz genauso. Ich mag immer meine Rolle am liebsten. Das muss auch so sein, für mich. Also jeder macht das ja anders, aber ich muss meine Rolle am liebsten mögen, auch wenn sie böse ist, wenn sie hässlich ist, wenn sie alles. Meine Rolle ist die Lieblingsrolle, immer. So muss das auch sein. Jetzt ist mein digitales Notizbuch rausgegangen. Ein Moment. An euch beide, und zwar Guido, also Guido, denke ich mal, fragt an euch beide, wurdet ihr schon mal im Privatleben an eurer Stimme erkannt? Also weiß ich nicht, beim Edeka oder beim Aldi oder irgendwie sowas. Man sagt, ich hätte gerne einmal den Kartoffelbrei und dann... Also nein. Also das ist ja wirklich so, wir sprechen ja dann doch ein bisschen anders wie in der Serie, so ganz ein bisschen, hoffentlich. Weil sonst würde man wirklich zum Metzger gehen und sagen, ich hätte
hätte gern 200 Gramm Gelbwurst und 100 Gramm Leberwurst. Und dann würde der Metzger sagen, hey, sind Sie nicht die Stimme von Sailor Moon, wenn der Metzger Sailor Moon geguckt hätte. Aber so ist es natürlich nicht. Und das ist auch wieder spannend an dem Beruf, finde ich, weil es einen, eigentlich kennen einen so viele Leute, aber man wird nicht erkannt. Und das hat was, das hat was. Man ist Star, ohne Star zu sein eigentlich. Ziemlich cool. Ja, ich finde auch. Und also die Anonymität ist auf der einen Seite schade, weil, wie gesagt, sich bestimmt viele von uns mehr Wertschätzung wünschen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein kleines Mäntelchen und die Privatsphäre ist natürlich viel ungestörter, als wenn man permanent so präsent ist. Und mich hat auch noch niemand erkannt. Und ich kaufe auch nicht so ein. Okay. Die Loa Schulz. Loa Schulz möchte wissen, wird man nicht irgendwann müde, immer wieder dieselbe Rolle zu sprechen? Also ich meine, Sailor Moon war bei dir jetzt natürlich nur eine Staffel, aber jetzt auch auf andere Rollen bezogen, jetzt Lisa Simpson zum Beispiel, du hast ja Sailor Moon wesentlich länger gesprochen. Hat man dann irgendwann auch mal keinen Bock mehr, so, oh, ich muss jetzt schon wieder Mondsteine werfen? Wird der Arbeiter müde, der morgens in seine Arbeit muss? Also das ist Teil, das ist einfach, wir sind Profis. Und wenn ich es nicht mehr schaffe, mich morgens für meine Arbeit zu motivieren, dann muss ich aufhören. Und das, also das ist ja auch wirklich eine Arbeit, die richtig Spaß macht. Und nein, ich werde nicht müde. Also man ist mal müde, klar, man war mal abends länger auf und man kommt mal morgens schwerer raus, aber dann spätestens, wenn man sich geschminkt hat und angezogen hat und ins Auto steigt, dann hat man da richtig, richtig Lust zu. Außerdem darf man ja nicht vergessen, wir synchronisieren ja nicht von 1. Januar bis zum 12. Dezember Sailor Moon zum Beispiel. Und es ist, also Sailor Moon ist ja ein kleiner Teil auch damals gewesen, im Grunde von einem Jahr voller Arbeit. Und das ist ja das Spannende eigentlich, wir gehen an einem Tag, gehen wir ins Studio und sprechen irgendwie ein Drama, Real, Kino, Film. Im nächsten Tag sprechen wir ein kleines Eichkätzchen in, keine Ahnung, in einem wilden Wald. Also Zeichentrick meistens. Und jetzt, wenn ich von letzter Woche reden würde, da war ich, habe ich einen Hund gesprochen in so einer neuen, in so einem neuen Format, also einen echten Hund. Und dann habe ich schon mal, ich habe mal eine Säge gesprochen und ein Zentimetermaß. Ich meine, wer kann das von sich sagen? Ja? Ich war die Stimme eines Zentimetermaßes und eines, einer Säge. Und deswegen ist es schon nicht langweilig, auch wenn ich jetzt Sailor Moon, sagen wir mal, eine Woche synchronisiere, lebt man ja dann doch auch, also man ist ja immer gespannt, auch was kommt in der Folge vor, was passiert. Jeder Take ist anders, jede Szene ist anders und also es gibt die Wiederholung im Grunde nicht wirklich. Dann jetzt noch eine Frage, also Kase bringt ja jetzt die neue, also die DVDs nochmal neu raus, also jeder, der Sailor Moon zu Hause für sich haben möchte, kann sich die DVD-Boxen holen. Ich glaube, ich werde gleich auch nochmal zuschlagen, aber das ist ein anderes Thema. Aber was ja jetzt auch ganz groß in den News ist, und zwar dieses Jahr kommt ja der neue Sailor Moon Anime raus, also eine Neuauflage derselben Serie. Und jetzt habe ich direkt beide Sprecherinnen hier. Wer von euch wäre bereit, die Rolle noch einmal zu übernehmen? Würdet ihr euch darum kloppen oder würdet ihr jemand anderen Vortritt lassen? Ich hätte da einen wahnsinnig tollen Vorschlag. Also man kann ja immer wählen auf den DVDs, Englisch, Deutsch, irgendwas. Und ich finde, wir sollten es beide sprechen und dann können sich die, weil es gibt, ich weiß, dass es Fans gibt von Ines Stimme und ich weiß, dass es Fans gibt von meiner Stimme. Und ich finde, es sollte dann so sein, dass man dann nicht nur Englisch, Deutsch, also man wählt dann Deutsch und dann wählt man, wollen Sie jetzt mal Ines Günther hören oder Sabine Bohlmann? Und die gesamte Staffel gibt es uns beide und man kann dann immer so hin und her schalten oder auch bei einem bleiben, den man jetzt irgendwie lieber gerade hört. Ich bin anderer Meinung. Ich. Also wenn du mich drum bittest, kann ich dir sowieso nichts abschlagen. Aber eigentlich möchte ich es, glaube ich, nicht mehr sprechen. Ich denke, die Sabine ist doch 3 Tage jünger als ich. Ich finde. Was willst du trinken, Ines? Immer nur Champagner. Ich würde sagen, das muss die Sabine machen. Aber ich würde mich natürlich eiskalt in die Regie setzen. Die alte Sailor Moon als Regie für die neue Sailor Moon. Und ihr würdet beide einer neuen Stimme keine Chance geben? Doch, natürlich. Also eine ganz neue Stimme? Nö. Ich meine, ich weiß, dass es für Fans immer schwer ist, sich an neue Stimmen zu gewöhnen. Und das wollen wir ihnen einfach nicht zumuten. Und deswegen bin ich dafür, dass einer von uns beiden spricht. Und ich finde es eine super Idee, wenn einer spricht und einer in der Regie sitzt. Oder ja. Ich bedanke mich bei euch beiden. Es ist
total skurril für mich, neben euch zu stehen. Und ich hoffe, es ist für euch genauso skurril, sie auch mal in live zu sehen. Das sind eure Stars aus der Kindheit oder Jugend. Oder von mir aus auch jetzt gleich, wenn ihr euch die DVD kauft oder jetzt bei Viva einschaltet und die Serie guckt. Ich bedanke mich bei euch beiden, Sailor Moon. Ich nenne dich einfach jetzt Bunny und dich Sailor Moon. So, perfekt. Und dem wollt ihr noch irgendwas Cooles zum Abschluss in die Kamera an unsere JMAC-Zuschauer sagen? Wir kämpfen für Liebe und Gerechtigkeit! Mondstein, Fliege und Sieg! Du bist dazu auserwählt. Weitere Helden werden zu dir stoßen und gemeinsam macht ihr euch dann auf die Suche nach unserer Prinzessin.